Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück zu einer neuen Runde Railed. Diesmal nicht ganz so cooles Setup, wenn man sich das hier mal anschaut. Ganz blöd. Und die Challenges sind auch nicht so gut. Die sind langweilig. Na gut, auf geht's. Die Goldmine. Egal wie ich es mache, es ist immer blöd. Ich setze dich hier hin, um zwei Anschlüsse zu haben, weil ich werde einen Bahnhof hier hinsetzen. Einen Bahnhof hier hinsetzen, muss hier also komplett einmal rumbringen. Dementsprechend kommt ein Bahnhof auf die Seite und der letzte noch hier drüben hin. Das Bonusteil setze ich hier direkt vor die Mine. Mal gucken, ob ich hier überhaupt rauskomme. Ich könnte mir es direkt vor Beginn des Spiels schon kaputt gemacht haben. Wäre möglich. Wir werden es sehen. Eine Über-Unter, die ich nur als gerade nutzen kann. In Ordnung. Ja. Schöner Start. Setze ich ihn einfach hier mittig hin. Wenn es in der Mitte ist, kann ich noch am ehesten was damit anfangen. Ich meine, das Teil ist eh tot hier. Eine Kurve. Die hätte ich jetzt gern hier oder hier gehabt, aber was soll man sagen? Da an dem Berg macht es auch noch Sinn. Eine Weiche ist schön. Eine Weiche ist was Tolles. Und zwar setze ich dich, glaube ich, hier hin. Da hast du schon mal die Chance, zur Mine zu kommen. Weil die kann ich auch hier rumführen. Ja, mal gucken. So tendenziell schon mal Richtung Mine zeigend. Dem Weg weisen. So, das Teil ist ganz klar. Ich brauche den Weg hier raus. Auch wenn es wahrscheinlich bessere Möglichkeiten gegeben hätte, die zu nutzen. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, das Teil rauszuholen, will ich das auch hinkriegen. Das ist definitiv eine Gerade. Da macht kein anderes Teil Sinn. Also nutze ich es auch gleich. Eine weitere Gerade. Könnte ich hier nutzen. Ja, wenn ich sie hier mache, blockiere ich mir das Teil. Damit bin ich hier committed. Und ich habe keine Möglichkeit mehr zu arbeiten. Eine weitere Gerade. Man kann es auch übertreiben mit den Graben. Nutze ich dich hier am Berg. Das heißt, hier kommt auch eine Gerade hin natürlich. Hier kann ich vielleicht mit Kurven arbeiten. Nicht unbedingt so. Macht das Sinn? Eventuell, weil ich dann ihn nach rechts rausschicken kann. Und geradeaus mit einer Weiche. Ich würde ihn dann nach rechts kriegen. Was von rechts kommt, kommt zu dir und kann nach unten fahren. Ist vielleicht gar nicht so blöd. Dann kommt hier eine Kurve hin. Hier eine Weiche im besten Fall. Das Überunterteil ist auch noch okay. An dieser Stelle. Könnte ich mit einer Weiche an dir vorbeiführen. Dann würdest du hier rumfahren. Und was hier kommt, kann zu dir oder nach unten. Dann brauche ich hier noch nicht mal eine Weiche. Ich brauche hier nur so eine Doppelkurve. Um das zu meistern. Das mache ich. Krieg eine Weiche. Das ist auch in Ordnung. Ich führe von oben zur Mine. Ist schlauer, weil hier unten habe ich noch die Möglichkeit, dich zur Mine zu bringen und die oberen haben es schwerer, zur Mine zu kommen. Wobei das Teil richtig blöd ist. Ich muss den hier einmal komplett drumherum führen und dann zur Mine zu bringen. Das habe ich nicht gut durchdacht. Aber ich brauche jetzt sehr viele gerade Teile, damit ich hier drüben überhaupt runterkomme. Von daher, warum nicht? Das brauche ich hier auch, alles gut. Keine Verschwendung aktuell. Zumindest für mich. Das hätte ich jetzt gern hier gehabt. Bekomme es hier unten hin. So führe ich den Weg von hier unten nach oben und damit in den Loop rein. Was hier kommt, kommt zu dir. Oder kann hier rumfahren, was gar nicht so blöd ist, wenn ich hier lang führe.
Ich brauche aber hier noch die Möglichkeit, von hier kommen zur Mine zu kommen. Wobei, die habe ich schon. Brauche ich nicht. Alles gut. Was einmal hier oben runterkommt, kommt zur Mine. Damit gebe ich... Das ist zu viel hier unten. Also hier macht es keinen Sinn, weil alles, was hier runterkommt, kann eh nicht mehr hochfahren. Das geht nicht. Also ich kann es auch einfach direkt einfach als Kurve nutzen, um dich rauszuholen aus deinem kleinen Eck. Eine einfache Kurve würde hier Sinn machen und hier Sinn machen. Ich nutze eher die hier. Ich könnte sogar hier mit einer Geraden leben. Ich wollte es gerade sagen, ich kann hier mit einer Geraden leben. Weil was hier schon zur Mine kommt, hat hiermit die Möglichkeit, zu den Bahnhöfen zu kommen. Und ich habe hier die Möglichkeit, zur Mine zu kommen. Ja. Ich meine, hier brauche ich auch eine Gerade. Aber da habe ich das hier schon mal gemacht, was eine lange Verbindung ist, die ich hier auch noch irgendwie hinkriegen muss. Eine Kurve. Die nutze ich hier, weil da brauche ich eine. Ich möchte hier keine einfache Kurve nutzen. Okay. Das macht meinen Plan hier rechts ein bisschen zunichte, weil das ist jetzt Dead End. Ich brauche hier Kurve, Kurve, gerade. Jetzt komme ich hier nicht rum. Das Teil ist tot. Das sowieso. Das ist sogar wirklich ein schönes Teil, weil ich damit dich rumkriege. Und die Verbindung von rechts nach links irgendwie schon mal gebacken bekomme. Eine weitere Kurve. Das ist in Ordnung. Die brauche ich hier sowieso. Das Teil ist ein Müllteil. Noch eine Kurve, eine Gerade, eine Kurve, eine Kurve, eine Gerade und das richtige Teil. Ich denke, dass das hier optimal ist. Ich führe dich raus zum Bahnhof, aber nicht zu dem. Aber ich würde dich dann hier reinkriegen. Aber nicht mehr nach rechts. Aber das schaffe ich sowieso nicht wegen der Kurve hier unten. Das ist nicht mehr machbar. Und ich kriege dich damit auch nicht zur Mine. Ich habe mir es schon verkackt. Ich krieg den oberen Bahnhof nicht mehr zur Mine gebaut. Dann ist es sogar egal. Das ist jetzt echt uncool. Ich mach's so rum. Damit führe ich, was hier runterkommt, zur Mine. Obwohl das sowieso schon klar ist. Das ist hier schon geregelt. Aber ich brauche die Verbindung von hier unten nach oben. Also kann ich es auch genauso gut so machen. Kann ich genauso gut machen. Ich habe mir das hier komplett verbaut durch die ganzen Geraden, durch diese Schiene. Wie uncool. Kurven sind wichtiger aktuell. Ich kann das wirklich nicht mehr retten. Wie ärgerlich. Ja, nutze ich doch einfach die Kurve. Die Verbindung hier oben mal ein bisschen weiter hin zu bekommen. Ich kann hier nur mit Geraden arbeiten.
kann ich die nutzen? Du kommst hier hin. Du kommst... Wenn du oben rumfährst zur Mine. Untenrum wärst du nie zur Mine gekommen. Ja, kann ich machen. Nutze ich sie halt zum Verbinden. Da oben das Teil wäre sonst verschwendet gewesen. So habe ich das schon mal hingekriegt. Da ist es ganz klar, die Kurve muss nach oben gehen. Ich habe mich hier mit den ganzen Kranen komplett verhaspelt. Davon brauche ich jetzt auch noch zwei Kranen. Ich kriege aber nur Kurven. Kann mir eine dieser Kurven in irgendeiner Art und Weise helfen? Ja, kann es. Ich kriege dich nämlich da, wenn alles gut läuft, zur Mine. Weil du hier oben rumfahren kannst. Ich kriege dich damit sogar nicht zu dem Bahnhof. Doch, ich kriege dich auch zum Bahnhof. Ich bekomme dich hier durch zum Bahnhof und zur Mine und zu dem Bahnhof. Ich bekomme dich, wenn das sogar hindert, auch hier hinter. Du kommst hier rum zum Bahnhof, nicht zu dem Bahnhof. Aber mit etwas Glück, ich brauche nur zwei Kranen, dann habe ich echt noch einiges rausgeholt. Hätte ich nicht gedacht. Vor wenigen Augenblicken. Eine Kurve, okay, die will ich eh nicht haben. Ich schmeiß dich hier hin. Ich will die gerade nur dann kaufen, wenn es nötig ist. Geld sparen. Ist wichtig. Ich bekomme Graben. Das gefällt mir. Dann nehme ich doch einfach dich und setze dich hier hin. Damit klimpert es jetzt. Challenge complete. Vielen Dank. Und ich kriege noch eine weitere Gerade, die ich da oben hinsetzen muss. Schade. So, muss ich 10 Millionen ausgeben oder kriege ich es geschenkt, was ich brauche? Komm schon. Geben und nehmen, ich krieg's geschenkt. Und ich krieg sogar noch Geld dafür. Dankeschön. Das klimpert noch ein bisschen. Noch ordentlich gerettet. Denke ich. Schöne Verbindung gemacht. Nochmal über 440 Millionen, wie in der letzten Episode. Konstanz nennt man sowas. Immer noch auf Rang 2 durch meine riesige Runde. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich irgendwas da getan hat. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht. Ordentliche Verbindung geschaffen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.